Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Wir haben am vorigen Mittwoch angefangen mit einer Lehrrede und machen heute die Fortsetzung davon. Und da einige von Ihnen am vorigen Mittwoch ja nicht hier waren, so werde ich noch einmal diese Lehrrede kurz vorlesen und für diejenigen, die schon hier waren, ist es dann eine Erinnerung, was da gesagt wurde. Diese Lehrreden sind uns vom Buddha selbst überliefert, 2500 Jahre alt, und wurden erst mündlich überliefert und dann circa 250 Jahre nach dem Tod des Buddhas aufgeschrieben. Und sind vor allen Dingen alle auf Englisch übersetzt, aber auch sehr viele auf Deutsch, in gutem Deutsch, nicht alle. Es gibt circa 17.500 Lehrreden, die uns überliefert sind vom Buddha. Und man muss sie nicht alle kennen, aber einige helfen schon. Denn um überhaupt sich einer spirituellen Praxis zu nähern, muss man mal wissen, wie man das macht. Und da die Lehrreden des Buddhas sehr deutlich sind und ganz in Detail gehen und genau erklären, was zu tun ist, so ist es eine große Hilfe, sie kennenzulernen. Diese Lehrrede heißt, ohne Übung kein Fortschritt. So sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von Dukkha befreit werde. Werde vielleicht für diejenigen, die das Wort noch nicht gehört haben, schnell erklären, dass Dukkha alles das ist, was uns nicht befriedigt. Schmerz, Kummer, Sorgen, Jammer, alles, was unbefriedigend ist, unser Unerfülltsein. Alles das, was uns nicht gefällt, was uns nicht passt, all das ist Dukkha. Und daher, weil so vieles Dukkha ist, behalten wir das Wort bei in Pali. Die Sprache, die der Buddha gesprochen hat. Wenn sich also jemand wünscht, ach, dass mein Herz von Dukkha befreit werde, so wird es dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und worin entfaltet? In den vier Grundlagen der Achtsamkeit, den vier rechten Anstrengungen, den vier Machtwerten, den fünf geistigen Fähigkeiten, den fünf geistigen Kräften, den sieben Gliedern der Erleuchtung und dem edlen achtfachen Pfad. Was hier aufgezählt wird, sind die 37 Erleuchtungsfaktoren, die man, wenn man sie perfekt gemacht hat, sie einem die Möglichkeit geben, der vollen Freiheit und Befreiung. Und diese Faktoren, die besprechen wir durch diese Lehrrede. Und jetzt gibt der Buddha ein ganz reizendes Gleichnis, was man sich sehr gut merken kann. Und wenn man sich das merkt, hat man wenigstens schon mal eine Idee. Gesetzt eine Henne habe da 8 oder 10 oder 12 Eier gelegt, habe sie aber nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht. Wie sehr nun auch jene Henne wünschen mag, ach, dass doch meine Küchlein mit den Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen möchten, so werden sie eben doch nicht dazu imstande sein. Und warum nicht? Weil eben die Henne ihre Eier nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht hat. So ist es auch mit einem Menschen, der keine Geistesschulung pflegt. Und dann sagte Buddha, doch selbst wenn ein Mensch, der Geistesschulung pflegt,
nicht den Wunsch hegen sollte, dass sein Herz von Dukkha befreit werden möchte, so wird er eben dennoch von den triebhaften Hindernissen befreit. Und warum? Weil er eben seinen Geist entfaltet hat. Und dann zählt er nochmal die 37 Erleuchtungsfaktoren auf. Und dann sagt er nochmal, dass wenn eine Henne auf ihren Eiern sitzen bleibt und sie genügend erwärmt und brütet und durchhitzt und sie hat gar nicht den Wunsch, dass diese Küchlein ausschlüpfen sollen, so werden sie dennoch ausschlüpfen. Deutlicher kann es ja wohl nicht sein. Auf Eiern sitzen ist bei uns nicht gerade nötig, aber auf dem Meditationskissen sitzen ist äußerst nötig. Und nicht immer wieder aufstehen. Und immer wieder dabei bleiben. Und das ist daher ein Gleichnis, womit wir uns wirklich etwas erklären können. Und der Buddha hat gesagt, Gleichnisse sind gut für intelligente Menschen. Sie können sich das besser merken. Und ich glaube, dass wenn man die Sache mit der Henne 2-3 Mal gehört hat, was hier wahrscheinlich der Fall sein wird, dann vergisst man das nicht so schnell wieder. Aber wir sind keine Hennen und wir haben auch keine Eier, sondern wir haben einen Geist, der nicht recht weiß, wohin. Was wir im Prinzip haben, ist Dukkha, Unzufriedenheit, Unerfülltheit, die wir irgendwo abladen möchten. Und da haben wir dann so verschiedene Muster, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen. Und das Beliebteste davon ist, jemand anders zu beschuldigen für unser eigenes Dukkha. Und es ist heutzutage sogar ein so starkes Muster geworden, dass man es glaubt. Dass man es glaubt, dass die Eltern daran schuld waren, dass man jetzt Dukkha hat. Dann kommen noch die Politiker dazu, was nicht ganz so dringend ist, aber der Partner, der muss doch Schuld haben. Den kennt man doch so genau, oder die Partnerin. Oder es könnten natürlich auch der Chef sein oder die Nachbarn. Es ist im Prinzip egal. Irgendjemand müsste es doch sein. Denn wenn das eine nicht wäre, dann redet man sich ein, dass man dann kein Dukkha hätte. Und was machen wir dann? Dann versuchen wir, das eine, von dem wir glauben, dass es daran schuld ist, dass wir Dukkha haben, loszuwerden. Auf irgendeine Art und Weise. Manchmal wird gesagt, ich muss das erst verarbeiten oder ausarbeiten oder irgendetwas damit unternehmen. Oder aber, wenn es einfacher ist, können wir natürlich auch versuchen, die äußere Situation loszuwerden und uns eine neue zu schaffen. Und darin sind wir im Prinzip Experten. Wir können uns neue Partner beschaffen, was heutzutage überhaupt kein Problem mehr ist. Es ist nicht mal in der Gesellschaft wird es nicht einmal als etwas angesehen, was man nicht tun sollte, sondern es ist ganz angesehen, dass man das macht. Oder einen neuen Chef, na, das ist ja bestimmt nicht ganz so schwierig, wenn man irgendwas gelernt hat. Neue Eltern ist schon schwieriger, ne? Da macht man dann irgendwas, um das auszuarbeiten, oder man wird es überhaupt nicht los. Und was immer es sei, wir versuchen, die äußere Situation zu verändern. Das heißt vielleicht, wir lernen auch einen neuen Beruf. Eine sehr beliebte Art und Weise, sich vom Dukkha zu entfernen, die wir uns heutzutage leisten können,
ist, auf weite Reisen zu gehen. Dass man dabei auch Ducker hat, merkt man erst später. Ist ein anderes Ducker, ist Reiseducker, ist massiv, aber es ist anders. Das heißt also, die äußere Situation ändern. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir kennen und die wir immer wieder benutzen. Wenn wir es oft genug probiert haben, mit derselben Sache, 4, 5, 6 Mal, und das Ducker hat nur seinen Namen geändert, aber es ist immer wieder Ducker, dann müsste man eigentlich mal merken, dass es daran doch wohl nicht liegen kann. Aber wir haben noch andere und vielleicht sogar bessere Möglichkeiten, mit unserem Ducker nicht fertig zu werden. Wir tun uns selber leid, Selbstmitleid. Wir haben es doch eigentlich gar nicht verdient. Wir sind doch so nett und liebenswürdig. Gar keine Frage, wir sind nett und liebenswürdig. Aber daran liegt es überhaupt nicht, dass wir Ducker haben. Ob wir nett sind und liebenswürdig oder nicht, hat überhaupt mit der Sache nichts zu tun. Ducker ist nämlich eine Tatsache der jeglicher Existenz. Es ist die erste edle Wahrheit von den 4 edlen Wahrheiten, die des Buddhas Erleuchtungserklärung waren, als er erleuchtet wurde, dass Dukkha in Existenz vorhanden ist. Aber da wir das nicht gerne glauben wollen, sondern wir denken ja, und das ist auch nicht ganz unberechtigt, dass wenn wir es klug genug anpacken, wir es schon irgendwie loswerden könnten, müssen nur noch etwas klüger sein, als wir letztes Mal waren. So tun wir uns dann leid. Selbstmitleid ist eine, möchte beinahe sagen, eine Krankheit, denn sie kann sehr leicht zu Depressionen führen. Und sollte man Selbstmitleid haben und das Erkennen, dass man es hat, ist leider nicht so leicht zu erkennen. Aber wenn man es erkannt hat, dann sollte man sich bemühen, auf jeden Fall zu wissen, dass das äußerst schädlich ist. Für wen? Für einen selber natürlich. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, damit mit dem Dukkha nicht umzugehen. Und dann haben wir doch eine Möglichkeit, die wir alle ständig benutzen und die ja etwas hilfreich ist, aber natürlich auch nicht permanent, und das ist sich ablenken. Und da gibt es 3 Hauptablenkungen. Und diese 3 Hauptablenkungen, die wir benutzen, sind Vergnügung, Sinnesvergnügung, Betäubung oder Arbeit. Da gibt es im Englischen ein wunderbares Wort für jemand, der sich durch Arbeit ablenken will. Workaholic. Nicht Alkoholik, sondern Workaholik. Er ist mit der Arbeit derartig verwachsen, weil er sich dadurch ablenken kann. Braucht nicht an seinen Ducker zu denken. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Denn die meisten Menschen treten ja eines Tages in Ruhestand. Und was dann? Oder wie lenkt man sich ab am Wochenende? Muss man schnellstens was unternehmen. Und wenn das Wetter einigermaßen ist, wird ja auch schnellstens was unternommen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nichts unternehmen können oder sollten, um irgendwelche Annehmlichkeiten zu haben. Aber was es bedeutet, ist, dass wir erkennen sollten, wieso wir es machen. Was machen wir? Wieso ist es so schwierig, ganz ruhig zu sitzen, sich überhaupt nicht zu rühren, körperlich und geistig? Wieso ist das so schwierig? Wieso können wir nicht einfach sitzen und glücklich sein? Das müsste doch möglich sein. Wer macht uns denn eigentlich die ganze Zeit unglücklich? Jetzt müssen wir schnell nachdenken. Wer macht denn das eigentlich?
Das kann doch nur ein Einzigen geben, der das macht. Das sind wir selber. Und wir sind auch so geschickt damit, dass wir das beinahe ständig fertig kriegen. Diese Geschicklichkeit, uns selbst unglücklich zu machen, sollten wir dafür verwenden, uns selbst glücklich zu machen. Aber nicht auf die Art und Weise, wie ich sie eben aufgezählt habe. Nicht, indem wir uns versuchen, die äußeren Umstände zu ändern, wegzulaufen. Nicht, indem wir versuchen, uns abzulenken. Das können wir alles außerdem noch machen. Wir haben ja reichlich Zeit, das können wir alles auch noch machen. Aber uns selbst glücklich machen, ist ganz was anderes. Da gibt es ganz deutliche Erklärungen des Buddhas, wie man das macht. Und diese Dinge, die er hier aufzählt, führen alle dahin. Die führen alle dahin, dass wir eines Tages nicht mehr auf die äußeren Dinge angewiesen sind. Sie existieren weiter. Die Welt existiert weiter. Wir brauchen uns nicht etwa vorzustellen, dass die plötzlich im Nebel versinkt, weil wir gelernt haben, wie man meditiert und so weiter. Sondern wir sind nicht abhängig davon. Und die Freiheit, die der Buddha uns versprochen hat, ist natürlich Unabhängigkeit. Freiheit und Unabhängigkeit gehören zusammen. Solange wir von etwas abhängig sind, sind wir natürlich unfrei. Und dann ist es wichtig, sich mal zu überlegen, von was bin ich abhängig, damit ich Glück erlebe? Was muss in meinem Leben vorhanden sein? Und erlebe ich überhaupt Glück? Wie oft am Tage verspüre ich Dukkha? All das sind Kontemplationen, die einem ermöglichen, sich selbst auf eine Art und Weise kennenzulernen, die objektiv ist, nicht immer subjektiv, nicht ich, mir passiert das alles und ich habe all diese Probleme und ich kann, möchte dieses oder jenes noch haben, sondern mal ganz objektiv. Die ersten Faktoren, die erwähnt sind, sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit, das heißt auf sich selbst aufpassen. Und dabei ist das Wichtigste, und wir haben vorige Woche davon gesprochen, das Wichtigste, einmal ganz objektiv neben sich zu stehen und sich einmal so zu beobachten, als wäre man ein Freund, der gerade dazugekommen ist. Ist nicht einfach, aber man kann alles lernen. Und der Buddha hat auch gesagt, wir können lernen, glücklich zu sein, unabhängig glücklich zu sein. Aber dieses Lernen bedeutet Üben. Genau was die Henne da machen muss, die muss sitzen. Wenn sie immer zu aufhopst und vielleicht noch nachguckt, ob die Eier jetzt endlich fertig sind, da wird nichts draus. Wir haben viele Wege in unserem Leben, wo wir ganz konsequent dabei bleiben. Und zwar, der Hauptsache ist, wo wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Da müssen wir konsequent dabei bleiben. Wenn wir da alle paar Tage nur hingehen und dann mal wieder nicht, dann wird wohl nicht viel daraus werden, wenn wir angestellt sind. Und wenn wir selbstständig sind, wird noch weniger draus. Da sind wir konsequent, weil wir unseren Lebensunterhalt brauchen. Aber was brauchen wir sonst noch zum Leben? Der Lebensunterhalt ist eine Basis, das ist klar. Und der muss erst einmal geschaffen sein. Aber wenn wir das geschaffen haben, dann brauchen wir doch noch eine gewisse Lebensqualität. Und die Lebensqualität, die wir im Allgemeinen kennen und suchen, kommt durch unsere Sinne, durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Berühren und Denken. Und das genügt nicht.
Es genügt nicht für effektives Glücklichsein, weil immer kommt irgendwas dazwischen. Es kommt immer was dazwischen, wo wir dann negativ reagieren. Wir können mal, das ist auch ein nettes Spiel, uns am Abend einmal hinsetzen mit einem Stück Papier und einem Stift und mal Strichlein machen, wie oft wir an dem gerade vergangenen Tag auf eine Weise reagiert haben, die uns nicht beglückt hat. An diesen einen Tag kann man sich ungefähr noch erinnern, nicht an alles. Unser Gedächtnis ist nicht so besonders, aber man kann sich an vieles erinnern. Wie oft an diesem einen Tag haben wir reagiert in einer Art und Weise, die uns nicht beglückt hat? Und wissen wir außerdem, und das ist auch ein Punkt, der unbedingt im spirituellen Leben mit erkannt werden muss, dass wenn wir selbst nicht glücklich sind, wir Unglück um uns verbreiten. Haben wir das schon je in Betracht gezogen? Dass wir mit unserem eigenen nicht glücklich sein, die Welt um uns herum auch nicht glücklich machen können. Ist ganz logisch, nicht? Und ganz selbstverständlich. Die meisten Menschen kommen überhaupt nicht darauf, dass sie ihre Umwelt unglücklich machen, ohne was zu sagen, ohne was zu tun, nur weil sie selber nicht glücklich sind. Schon weil sie kein glückliches Gesicht machen, machen sie schon ihre Umwelt unglücklich. Und wieso machen sie kein glückliches Gesicht, weil sie sich nicht glücklich fühlen? Und da ist ja 6 oder noch mehr Milliarden Menschen auf diesem Erdball gibt, die alle nicht glücklich sind, braucht man sich kaum zu wundern, dass man in einer nicht glücklichen Welt lebt. Und dennoch wundern sich die meisten Menschen. Und denken, dass wenn andere anders wären, dann würde es besser werden. Das ist ein kompletter Fehlgedanke. Andere anders sein, ja, das ist Wunschtraum und Utopie, Fantasie, richtiges Fantasiedenken, selber anders sein, das ist möglich. Es ist eine Möglichkeit, die Welt ganz anders zu sehen. Ich habe da eine Lieblingsgeschichte, die einige von euch schon wahrscheinlich mehrere Male gehört haben, also müsst ihr diese Wiederholung verzeihen. Mutter schickt einen kleinen Jungen zum Eckladen, um Milch zu holen, in einer Kanne. Und er lässt sich also die Kanne vollgießen mit Milch und unterwegs nach Hause stolpert er. Und er verschüttet die Hälfte der Milch. Er kommt nach Hause und die Mutter sieht, dass die Kanne nur halb voll ist und schimpft mit ihm und sagt, aber du warst aber sehr unvorsichtig. Du hast ja die Hälfte der Milch verschüttet. Da sagt er, nein Mutti, ich habe die Hälfte der Milch nach Hause gebracht. Wer immer wie man sieht. Beides stimmt. Von beiden Seiten stimmt's. Und wenn wir uns an diese Geschichte, und die ist ganz einfach, sich daran zu erinnern, ne? Wenn wir uns an diese Geschichte öfter mal erinnern würden, würde uns selbst das Leben viel leichter fallen. Und unseren Mitmenschen gleich mit. Denn unsere Erwartungshaltung, dass die ganze Milch nach Hause gebracht wird, würden wir vielleicht ablegen. Und würden akzeptieren, dass man sehr leicht stolpern kann. Natürlich kann man sich dazu erziehen und lernen, weniger zu stolpern. Und das ist der Sinn des spirituellen Pfades, weniger oft zu stolpern. Aber im Moment, wenn wir noch vielleicht am Anfang stehen und noch nicht lange genug geübt haben, dann müssen wir akzeptieren, dass nicht nur wir, sondern alle um uns herum auch stolpern. Denn die Pfade, die wir gehen, sind nicht vollkommen glatt. Immer ist irgendetwas.
Und das ist das Dukkha in unserem Herzen. Jetzt gibt es, und das wird später auch noch einmal erwähnt, einen einzigen Grund, warum wir Dukkha haben. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu erklären, die ich ja schon benutzt habe. Ich habe vielleicht welche vergessen dabei. Aber es gibt nur eine einzige Ursache dafür, für das Dukkha. Und das sind unsere Wünsche. Etwas weniger vornehm wird als unsere Begierden bezeichnet. Und da wird dann im Allgemeinen gedacht, ja, aber ich kann doch nicht ohne Wünsche leben. Da gibt es dann nur eine Möglichkeit, das festzustellen. Mal einen Tag probieren. Wenn man glaubt, man kann nicht ohne Wünsche leben, so bedeutet das einzig und allein, man will nicht ohne Wünsche leben. Denn im Prinzip sind unsere Wünsche die Hoffnungen, dass es besser sein könnte. Aber sie bedeuten, dass wir in uns unzufrieden sind. Sonst hätten wir ja keine Wünsche. Wenn wir zufrieden sind, brauchen wir uns ja nicht zu wünschen. Wir sind also unzufrieden. Wir wünschen uns etwas, was immer es sei, und hoffen, dass wir es bekommen. Wir leben also in einer Art Zukunftsutopie. Wenn wir es bekommen, dann wird es uns gut gehen. Wie oft haben wir schon unsere Wünsche erfüllt bekommen? Im Allgemeinen bekommen wir sie nämlich generell alle erfüllt. Zwar nicht gleich, zwar nicht in dem Moment, wo wir sie haben, aber dadurch, dass wir unsere geistige Energie auf diese Wunscherfüllung richten, bekommen wir genau das, was wir uns gewünscht haben. Und dann schauen wir hin und denken, na, wie ist mir denn das passiert? Na, so möchte ich doch gar nicht leben. Da muss ich ja unbedingt loswerden. Haben aber vollkommen vergessen, dass wir uns genau das gewünscht haben. Muss man alles erstmal feststellen in sich selber, dass es so ist. Und dann ein bisschen vorsichtiger sein mit den Wünschen. Und dann noch lernen, dass selbst wenn sie erfüllt sind, so wie Wilhelm Busch sagt, die kriegen sofort Junge, hat man neue Wünsche. Es gibt nur einen einzigen Grund für Dukkha, nämlich, dass wir was haben wollen. Oder auf der anderen Seite, dass wir was loswerden wollen. Auch ein Wunsch. Mit anderen Worten, so wie es ist, passt uns nicht. Wir könnten auch mal eine Liste machen, was uns alles nicht passt. Was uns zum Beispiel alles an uns selber nicht gefällt, womit wir kritisch sind über uns selber und womit wir kritisch sind über die Menschen, die wir besser kennen und womit wir kritisch sind über die Welt um uns herum. Die Liste dürfte ziemlich lang sein. Und dann könnten wir mal vielleicht einige Dinge abstreichen, damit sie nicht ganz so lang ist. Ein bisschen kürzer machen, die Liste. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass wir die Kritik an uns selber etwas verkürzen. Das, was ist, ist. Dass man es ändern kann, ist ein zweiter Schritt. Wenn wir es erstmal überhaupt nicht so erkennen, akzeptieren, wie es ist, dann leben wir ständig im Hader mit uns selber. Und da wenn wir das tun, dann haben wir genau denselben Hader mit allen anderen. Oder aber wir glauben, dass irgendjemand ganz ideal ist und dann merken wir, das Ideal ist auch nicht da, weil wir ja wieder anfangen zu kritisieren. Das können wir übrigens sehr gut. Und wir glauben leider, dass Kritisieren ein Zeichen von Intelligenz ist. Hat man uns so eingetrichtert. Man sieht das vor allen Dingen in Zeitungen, kann man das erkennen. Das Kritisieren soll bedeuten, dass man sehr gut alles erkennt. Das bedeutet gar nichts anderes, als dass man seine Negativitäten freien Lauf lässt. Weiter bedeutet es überhaupt nichts. Kritisieren hat noch nie jemanden
geholfen, die Welt in einem schöneren Licht zu sehen. Hat noch nie jemand geholfen, glücklich zu sein. Es hat vielleicht gezeigt, dass man Dinge erkennt, die vielleicht ein anderer nicht gesehen hat. Aber es nützt überhaupt nichts. Das Schlechte vom Guten zu unterscheiden, ja, das ist in Ordnung. Denn sonst kann man ja nicht gut leben, das Gute in sich fördern. Aber kritisieren nützt nichts. Es ist ein anderer Weg, auch einer der vielen Wege, uns selbst unglücklich zu machen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, da haben wir wieder einen, uns selbst zu kritisieren. Uns anzuschauen und zu sehen, dass da Änderungen möglich sind, ist etwas ganz anderes. Das ist möglich. Wenn uns also einmal klar geworden ist, und das kann man nur klar kriegen, wenn man meditiert und kontempliert. Denn so im alltäglichen Ablauf kann einem sowas nicht klar werden. Da geht zu viel vor. Da sprechen Menschen, da klingelt das Telefon, da gibt es alle möglichen Unterbrechungen ständig. Aber wenn man sich hinsetzt in Ruhe, und jeder sollte dazu jeden Tag Zeit haben, sich in Ruhe hinzusetzen, zu meditieren und zu kontemplieren. Wenn man also einmal feststellt, mit was bin ich eigentlich unzufrieden, dann wird man merken, dass man die Dinge, so wie sie sind, nicht akzeptiert, sondern man will sie anders haben. Und dann ist die nächste Frage, bin ich bereit, was dazu zu tun? Oder möchte ich das einfach, dass es anders ist und werde einfach damit nicht fertig und nicht glücklich? Diese Anweisungen, die der Buddha hier gegeben hat, sind alles Übungen. Der Buddha hat diejenigen, die den spirituellen Weg gehen wollen, Übende genannt. Hat sie nicht Buddhisten genannt, das ist ein Wort, das erst später erfunden wurde. Denn das Wort Buddha bedeutet der Erwachte. Und das Wort die Buddhisten wäre dann, das sind Erwachte, wovon überhaupt nicht die Rede sein kann. Ein Buddha ist ein Erleuchteter, das heißt erwacht ist erleuchtet. Das hat man sich nachher ausgedacht, um da wieder eine Einheit zu bilden. Er hatte Übende genannt. Jetzt ist die erste Frage, die man sich selber stellen kann, muss, soll. Will ich ein spirituell übender Mensch sein? Und wenn die Antwort ja ist, bin ich bereit, das tagtäglich zu tun? Oder habe ich dann wieder eine Liste Gründe, warum ich das nicht kann? Ist mir klar, dass das, was ich nicht kann, bedeutet das, was ich nicht will? Es braucht eine absolute Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Es ist sogar, könnte man sagen, eine brutale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Nicht Kritik. Kritik nützt überhaupt nichts, sondern ein wirkliches Selbsterkennen. Und dieses Selbsterkennen, das bringt mit sich, dass man Mitgefühl mit sich selber hat. Nicht Mitleid, nicht Selbstmitleid. Es geht einem nicht gut, weil irgendjemand das oder jenes gemacht hat. Er hat natürlich genau das gemacht, was man nicht wollte. Daher möchte man lieber, dass das nicht geschehen wäre. Das ist alles Ducke. Sondern Mitgefühl mit sich selber, mit den Schwierigkeiten, die man hat. Und da kann einem vielleicht dabei klar werden, es ist schwierig, Mensch zu sein. Es ist noch schwieriger, ein guter Mensch zu sein. Und das genügt, um Mitgefühl für sich selbst zu erzeugen. Und mit diesem Mitgefühl, was eine wärmende Hilfsbereitschaft ist, sich selbst gegenüber, kann man dann eventuell sagen, ich will üben. Die zweite von den Erleuchtungsfaktoren sind die vier
rechten oder großen Anstrengungen. Übrigens, um daraus 37 zu machen, muss man all die zusammenaddieren. Zum Beispiel bei der Achtsamkeit sind es auch 4 und bei den rechten Anstrengungen auch 4. Das wird dann so zusammenaddiert alles. Die Lehre des Buddhas ist äußerst pragmatisch. Und er hat auch mit den Zahlen, die er diesen Dingen gegeben hat, versucht, unser Gedächtnisvermögen zu unterstützen. Das sind sozusagen Gedächtnisbrücken. Wenn wir uns erinnern können, dass es 4 davon gibt, dann wird uns vielleicht leichter fallen, uns zu erinnern, was wir eigentlich machen wollten. Diese 4 rechten Anstrengungen lernen wir in der Meditation. Wenn wir sie aber im täglichen Leben nicht weiterführen, dann war die Meditation nur sehr begrenzt eine Hilfe. Äußerst begrenzt. Denn wie lange meditiert man denn täglich? Der Tag hatte viele Stunden. Und wenn wir wirklich üben wollen, und üben wollen, um das innere Glück zu erleben, dann ist es natürlich von morgens bis abends. Diese rechten Anstrengungen heißen traditionell, einen unheilsamen Gedanken, der noch nicht aufgekommen ist, nicht aufkommen lassen. Einen unheilsamen Gedanken, der schon aufgekommen ist, nicht weiterführen. Einen heilsamen Gedanken, der noch nicht aufgekommen ist, aufkommen lassen. Einen heilsamen Gedanken, der schon aufgekommen ist, weiterführen. Was bedeutet das im Prinzip? Etikettieren. Unsere Gedanken ein Etikett aufkleben und nicht jedem Gedanken, der daherkommt, glauben. Wenn man meditiert, dann ist das nicht so schwierig. Weil wenn wir meditieren und es kommen Gedanken, die uns vom Meditieren abhalten, dann wissen wir ganz genau, dass wir ja eigentlich gar nicht denken wollten. Wir wollten ja zur Ruhe kommen. Und dann lernen wir in sehr kurzer Zeit, dass Gedanken einfach eine Handlungsweise des Geistes sind, die wir durch jahrzehntelange Übung zur Gewohnheit gemacht haben. Wir denken von morgens bis abends. Eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit einmal zu durchbrechen, dafür ist die Meditation. Die Gewohnheit des ständigen Denkens. Und da wir diese Gewohnheit des ständigen Denkens tagtäglich benutzen, so glauben wir auch, was wir denken. Und das zu glauben, bringt uns dann dazu, dass wir darauf reagieren. Also wir denken zum Beispiel, dass wir jemanden nicht mögen. Wir können nicht leiden, ist ein scheußlicher Mensch. Also, wir reagieren unangenehm, weil wir es geglaubt haben, was wir da gedacht haben. Aber wenn wir meditieren, wissen wir ganz genau, dass das nichts weiter ist als ein Gedanke, der genauso gut ins Gegenteil umgeändert werden könnte. Der kleine Junge hat nicht die Hälfte der Milch verschüttet. Er hat die Hälfte der Milch nach Hause gebracht. Der Buddha nennt das Ersetzen mit dem Gegenteil. Und was ist es? Innere Arbeit. Und diese innere Arbeit ist der einzige Weg, um zum Glück zu kommen. Was immer draußen in der Welt geschieht, geschieht. Sollten wir fähig sein oder auch Einfluss haben, um etwas zu verbessern in der Welt, so können wir das ohne weiteres tun, wenn wir die Fähigkeit haben und die Möglichkeit. Aber die Welt verbessert sich nur so weit, wie jeder von uns verbessert ist.
denn wir sind die Welt. Und das vergessen fast alle. Wir sind die Welt, nicht da draußen irgendjemand, der irgendwas falsch macht. Wir sind's. Und wenn wir uns verbessern, dann verbessert sich die Welt. Was sonst? Und wenn wir uns verschlechtern, verschlechtert sich die Welt. So einfach ist das. Und der Buddha sagt hier als Überschrift, heißt es, ohne Übung kein Fortschritt. Er sagt in einer anderen Lehrrede, dass wir nie stillstehen können. Entweder es geht aufwärts mit uns oder abwärts. Und wenn wir nicht üben, dann sind unsere gewohnheitsmäßigen Reaktionen immer wieder vorhanden und verstärken sich. Weil es sind, wenn sie negativ sind, so wie Furchen, in denen die schon eingetreten sind und in die wir immer wieder hineinstapfen, dieselben Furchen. Aber wenn wir uns zur Übung bekennen, dann können wir uns aus diesen negativen Furchen herausheben. Der erste Schritt, der bei den vier großen Anstrengungen erwähnt wird, ist der schwierigste. Einen unheilsamen Gedanken nicht aufkommen lassen, der noch nicht aufgekommen ist. Es heißt also, dass wir auf der Hut sind. Wir passen auf uns selber auf. Wir sind auf der Hut, dass wir nicht negativ werden. Und wir machen auch keine Entschuldigung dafür, wenn wir negativ werden. Wir entschuldigen uns nicht damit, dass man in dieser Situation ja negativ sein muss. Man muss gar nicht. Man ist, aber man muss nicht. Sondern wir erkennen, dass wir in einer Situation uns befinden, die uns zur Negativität angespornt hat. Und versuchen, diese unheilsamen Gedanken, den negativen, loszulassen. Wenn er nun schon gekommen ist, ihn zu verändern in etwas Positives. Es ist schwierig. Es braucht Übung. Je länger wir uns schon mit Negativitäten beschäftigt haben, desto schwieriger ist es. Desto mehr müssen wir uns anstrengen. Wenn wir schon geübt haben, wird es allmählich immer einfacher, dass wir das umändern, leichter können. Es ist so, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Negativität fallen zu lassen. Loslassen. Sich sofort mit einem positiven Gedanken beschäftigen. Das ist das Schwierigste und natürlich wäre auch das Beste. Das zweite ist, indem wir es mit etwas ganz anderem ersetzen. Das heißt also, wir können jemanden nicht ausstehen und denken in dem Moment an das Gute, was wir von den Menschen wissen. Das ist sehr hilfreich. Es ist auch oft erfolgreich. Wenn wir den Menschen kennen, wissen wir sicher irgendwas Gutes. Wenn wir den Menschen nicht kennen und der uns einfach nur unsympathisch erscheint, können wir uns was vorstellen. Das ist sehr oft erfolgreich. Wenn nichts davon funktioniert, dann müssen wir versuchen, an irgendetwas zu denken, was ganz neutral ist, uns aber einen guten Gedanken vermittelt. Eine schöne Blumenwiese, ein niedliches kleines Kind, das wir kennen, irgendetwas. Nur um aus diesen Negativitäten herauszukommen. Und dann, wenn der Geist sich beruhigt hat, dann können wir noch einmal versuchen, das Negative mit dem Positiven zu ersetzen. Diese vier rechten Anstrengungen, großen Anstrengungen, heißen auf Pali die Padanas, sind sozusagen der Zugang zum spirituellen Leben. Das spirituelle Leben bedeutet nicht, dass man irgendetwas Besonderes macht, besonders was ist, dass man irgendwie irgendwelche Besonderheiten hat, man irgendetwas kann, nichts davon.
oder sich mit irgendwelchen Dingen umgibt, die angeblich spirituell sein sollen, wie zum Beispiel Räucherstäbchen oder sowas, oder Kristalle oder irgend solche Dinge. Nichts davon bedeutet Spiritualität. Spiritualität bedeutet, auf die eigenen Gedanken aufpassen und das Negative mit dem Positiven ersetzen. Wie einfach könnte es sein? Es ist so einfach, weil der Buddha es so einfach erklärt hat. Aber jeder, der das nun schon mehr als einmal gehört hat und vielleicht auch schon mehr als einmal probiert hat, weiß, dass es schwierig ist, zu tun. Es ist schwierig zu tun, aber es bringt die besten Resultate. Es bringt ein Gefühl der inneren Sicherheit. Und die innere Sicherheit ist das, was die meisten Menschen überhaupt nicht empfinden. Fühlen sich von ihren Mitmenschen bedroht, fühlen sich von all den Dingen bedroht, die eventuell auf sie zukommen könnten, so wie Armut, Krankheit, Tod. Alles ist bedrohlich, Verlust, fühlen sich unsicher im Umgang mit anderen Menschen. All das ändert sich, wenn wir wissen, dass wir das Negative mit dem Positiven ersetzen können. Wenn wir das einige Male gemacht haben, dann bekommen wir das Gefühl dafür, dass es nicht nur geht, sondern dass wir es immer wieder machen können. Sodass wir nicht abhängig davon sind, was andere sagen und tun. Unser Glück ist nicht davon abhängig, sondern wir können bei uns selbst Harmonie schaffen. Wenn wir bei uns selbst Harmonie schaffen können, haben wir Harmonie um uns herum. Wenn wir das nicht können, haben wir Disharmonie um uns herum. Das heißt also, unsere Umwelt ist unser Spiegel. Wenn Disharmonie um uns herum ist, dann schauen wir mal, wie das geschehen ist. Was ist da passiert? Es hat überhaupt keinen Sinn, irgendjemand zu beschuldigen. Auch nicht sich selber. Sondern wir schauen nur, was ist da geschehen? Wieso ist es nicht harmonisch? Irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Was kann ich dazu tun? Und was bei der Lehre des Buddha vielleicht das Ausschlaggebendste ist, ist nicht nur, dass wir Übende sind, sondern, dass wir Selbstverantwortung übernehmen. Für viele Menschen ist das ein Glück, zu wissen, dass sie selbstverantwortlich sind. Für manche Menschen ist das eine große Schwierigkeit. Wir hätten lieber jemand außerhalb, der verantwortlich ist für alles. Für die ist dann dieser Weg nicht beschreibbar. Das ist dann lieber ein Weg, der mehr mit Glauben und Hingabe zu tun hat. Aber auch dieser Weg, der Selbstverantwortung verlangt, braucht Hingabe. Er braucht keinen Glauben. Was nichts zu glauben. Wenn ich negativ denke, brauche ich nichts zu glauben, das merke ich selber. Und wenn ich unglücklich bin, müsste ich es ja eigentlich auch merken. Sondern er braucht Vertrauen. Vertrauen in die eigenen spirituellen Fähigkeiten. Vertrauen ist eine von den spirituellen Fähigkeiten. Es braucht Vertrauen, dass es möglich ist, nur das Gute in sich selbst zu entwickeln. Es braucht Vertrauen, dass jeder das kann. Vollkommen gleichgültig, wie die äußeren Umstände sind. Es braucht Vertrauen, dass es möglich ist, ein Übender zu sein. Dass hier ein Weg gezeigt wird, den man üben kann. Man braucht sich zu nichts zu bekennen. Man braucht nur zu üben. Und hat man erfolgreich geübt, dann wird natürlich das Vertrauen größer. Aber ohne Vertrauen kann man nicht erfolgreich üben. Weil Vertrauen ist gleichbedeutend mit Lieben. Um überhaupt an die eigenen Schwierigkeiten heranzukommen, muss man auch nicht nur Mitgefühl für sich selbst haben, sondern auch Liebe.
Und man muss vor allen Dingen das lieben, was man tut. Das sind die täglichen Verrichtungen. Die muss man auch lieben. Und nicht immer dabei denken, wie aufwendig sie sind, wie störend sie sind. Man könnte doch zu der Zeit ganz was anderes, viel Netteres, Schöneres, Angenehmeres machen. Dann ist es bestimmt unangenehm, was man macht. Wenn wir das, was wir tun, lieben, was immer es sei, dann haben wir erstens einmal schon die rechte Anstrengung des positiven Gedankens und des positiven Gefühls in uns entwickelt. Und da müssen wir nicht irgendeinen besonderen Menschen oder ein hohes Ideal lieben. Wir können jede Sache, die wir tun, lieben, weil sie nicht nur notwendig ist in dem Moment, sondern weil sie, wenn wir sie tun und sie Liebe in uns erweckt, gut getan ist. Was wir mit Liebe tun, ist gut getan. Was wir nicht mit Liebe tun, kann nicht gut getan sein. Das heißt also, wir brauchen für den spirituellen Pfad nicht nur die Selbstverantwortung und die Selbsterkenntnis, das ist klar. Die Selbsterkenntnis und die Selbstverantwortung, ohne die geht es nicht. Aber wir brauchen auch ein Gefühl des uns hingeben Könnens in Liebe und Vertrauen. Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung sind geistige Fähigkeiten. Vertrauen und Hingabe sind Herzensfähigkeiten. Die beiden müssen zusammenarbeiten. Herz und Geist müssen beide engagiert sein. Selbstverständlich sollen wir verstehen, was zu tun ist. Das ist klar. Sonst können wir es überhaupt nicht machen. Aber wenn wir es nur verstehen und nicht lieben und unser Herz nicht öffnen können, dann werden wir auch nicht, so wie hier steht, unser Herz von Dukkha befreien können. Denn unser Dukkha liegt in unserem Herzen. Und unsere ganze Lebensqualität ist auf unsere Emotionen aufgebaut, nicht auf unseren Gedanken. Die Gedanken, die wir haben, sind sehr häufig auch eine Art der Flucht. Wir beschäftigen uns mit unseren Gedanken und dann brauchen wir unser Dukkha nicht so deutlich zu erkennen. Aber die Herzensfähigkeit, die wir haben, die macht es möglich, dass wir ein inniges Verhältnis zu uns selbst und der Welt bekommen, die nicht darauf aus ist, dass wir eine rosarote Brille aufhaben und das Schlechte nicht mehr erkennen, sondern trotz alledem dieses innige Verhältnis haben. Das heißt also, obwohl die Lehre des Buddha ist äußerst pragmatisch, realistisch und analytisch ist, das Herz muss mitmachen. Und wenn es das tut, wenn es sich hingeben kann, dann haben wir eine Riesenchance. Und diese Chance bedeutet, frei sein von jeder Abhängigkeit. Frei sein von allem, was in der Welt uns bedrückt. Das, was uns bedrückt, ist der Druck, den wir auf uns selbst ausüben. Und so wie es ist, soll es nicht sein. So wie es ist, ist es aber. Nur wir können frei werden davon. Diese vier großen Anstrengungen bedeuten, dass wir lernen durch die Meditation, aber auch durch das Weiterführen im täglichen Leben, unseren Geist dorthin zu lenken, wo wir ihn haben wollen. Man stelle sich vor, dass man das immer kann. Wenn man immer den Geist dorthin lenken kann, wo man ihn haben will, würde man nie mehr unglücklich werden. Nur ein Narr wird freiwillig unglücklich. Und so närrisch sind wir nicht. Was bei uns der Fall ist, ist die Tatsache, dass
der Geist mit uns Spielchen spielt. Er macht, was er will. Und das merken wir sehr deutlich in der Meditation. Er macht nicht mit, so wie wir es gern hätten, sondern er macht, was er will. Wieso? Weil es Gewohnheit ist. Wir können diese Gewohnheit durchbrechen, aber nur durch tägliches Üben. Immer wieder üben. Der Geist ist flexibel. Wir selber sagen sehr häufig sogar, ach, ich habe meine Meinung geändert. Wir können ihn ändern. Er hat ungeahntes Potenzial. Er kann in weite Horizonte und tiefe Perspektiven gehen. Er muss nicht auf dieser Alltagsebene bleiben. Aber auf der Alltagsebene kann er auch so denken, dass es für uns und unsere Umwelt von Nutzen ist und nicht zum Schaden gereicht. Alles, was bei uns negativ ist, gereicht zum Schaden. Alles, was bei uns positiv ist, gereicht zum Nutzen. Da wir beides in uns haben, ist es eine persönliche Wahl, die wir treffen. Und wenn wir diese persönliche Wahl treffen, je öfter wir die richtige Wahl treffen, desto klarer wird der Geist. Der Geist ist vernebelt. Wenn er nämlich nicht vernebelt wäre, wären wir alle erleuchtet. Aber er ist vernebelt. Aber je öfter wir die richtige Wahl des Guten, des Positiven treffen, desto durchsichtiger wird er. Desto klarer wird uns alles, wie es zusammenhängt. Und wir sehen das, was uns selbst schadet, wie wir anderen schaden und was uns selbst nutzt und anderen nutzt. Und es ist möglich, für denjenigen, der so übt, in einer Welt, in einer Innenwelt, nicht in einer Außenwelt, in einer Innenwelt zu leben, die eine ganz andere Qualität hat als die gewöhnliche Marktplatzebene, die wir alle kennen, wo ständig Dualität herrscht. Eins ist gut, eins ist schlecht, das soll ja sein, das soll nicht sein und so weiter. Wir können es alle tun, aber wir müssen üben. Und ohne Übung, sagt der Buddha, kein Fortschritt. Und je mehr wir uns darüber klar werden, was eigentlich in der Meditation geschieht, nachdem wir nachher uns das anschauen, desto besser ist es auch möglich, im Alltag zu üben. Und im Alltag üben ist die Hauptsache. Denn das ist die größte Zeit unseres Lebens, verbringen wir in unserem Alltag. Nächste Woche sind die 4 Machtfährten dran. Jetzt, wenn Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu, Fragen zu stellen. Ich habe eine Frage. Ich habe immer die größten Schwierigkeiten und stürze es richtig ab, wenn ich über Tiermisshandlungen oder Kindesmisshandlungen oder einfach über diese ganze Zerstörung immer wieder was erfahre. Und bin jetzt schon so weit, dass ich oft gar nichts mehr erfahren will, indem ich nichts mehr lese. Aber ab und zu kommt es halt doch an mein Ohr. Was passiert da? Warum passiert das immer wieder? Warum passiert es immer wieder, dass ich das so, mich dann so schlecht fühle? Das sind Dinge, die von außen an mich herangetragen werden, wo ich aber nicht sagen kann, das ist jetzt von außen. Das betrifft mich ganz tief innen da. Ja, die Akzeptanz, dass auf dieser Ebene, die 5. Ebene von unten ist, die Dinge so sind, wie sie sind, und dass nicht nur Tiere misshandelt werden, sondern auch Menschen und von anderen Menschen, das ist erst einmal eine Tatsache, die wir sehen müssen. Und wenn wir das einmal sehen, dann sollte die Dringlichkeit, die auf Pali Samvega heißt, hochkommen, zu üben, zu praktizieren. Und wenn diese Dringlichkeit hochgekommen ist und die Reinheit an einem schon
Fortschritte gemacht hat, so ist diese Reinheit ein Teil des universellen Bewusstseins und hat daher auch Einfluss auf die Menschen um einen herum. Wie weit der Einfluss geht, ist abhängig davon, wie weit die Reinheit gegangen ist. Die Dringlichkeit der Praxis geht dann noch einen Schritt weiter. Und da muss man erkennen können, dass auf der menschlichen Ebene es nur möglich ist, wirklich das Dukkha zu verlieren, wenn man transzendiert. Das heißt nicht, dass man nun Flügel wächst und in den Himmel schwebt, sondern man transzendiert durch Herz und Geist. Das heißt also, man nimmt den Weg ganz ernst. Dafür sind die Erkennung, das ist das Erkennen des Dukkha auf dieser Ebene notwendig. Wie der Buddha noch der Bodhisattva war, ein Prinz, Prinz Siddhartha Gautama, im Palast seines Vaters, hat er, was die vier Boten genannt wird, gesehen. Und diese vier Boten, davon waren drei, Krankheit, Alter und Tod. Und die haben ihn dazu gebracht, die Dringlichkeit des Übens zu erkennen und ist in den Wald gegangen, um zu üben und hat uns die Lehre übermittelt. Wenn wir also das Dukkha, vielleicht der Misshandlung, sehen und dadurch einen ganz klaren Blick bekommen, was hier auf dieser Ebene geschieht, und man kann ruhig die Geschichtsbücher lesen, das ist, kann auf keinen Fall was schaden, wenn man selber nicht zu der Zeit gelebt haben sollte, dann weiß man ganz genau, nur üben, nur transzendieren. Und das ist der Sinn und das ist der Zweck der Lehre. Aber wir fangen am Anfang an und nicht am Ende. Ja. Ist es eigentlich wichtig, wenn ich achtsam bin auf meine Empfindungen? Und also ich stelle bei mir fest, dass ich die manchmal zwei Möglichkeiten habe. Entweder was Gutes, also den Gedanken durch was Gutes zu ersetzen. Aber da habe ich nicht immer so die Lust und den Impuls dazu und merke, dass ich mich auch sehr gut fühle, wenn ich einfach dann in die Tätigkeit reingehe, in der ich gerade bin. Also wie bei der Meditation, da lasse ich ja auch die guten Gedanken weg, weil ich will ja meditieren und ruhig werden. Und da lenkt ja auch ein guter Gedanke ab. Und mir ist es eben aufgefallen, auch jetzt im täglichen Leben, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, etwas durch einen guten Gedanken zu ersetzen oder einfach irgendwo ganz neutral in die Tätigkeit hineinzuwachsen, das weiß ich, das abzustauben oder einfach mit dieser Tätigkeit zu verschmilzen. Und ich wollte wissen, ob das jetzt auch richtig ist, diesem Gefühl nachzugehen oder ob es doch besser ist, dann das Gute nur anzustreben. Wenn beim Abstauben nur Abstauben wäre, dann wäre das in Ordnung. Aber beim Abstauben ist nicht nur Abstauben, weil es ist viel zu einfach, was abzustauben. Da kommen weitere Gedanken. Und wenn die Achtsamkeit so stark wäre, dass sie nur bei der Tätigkeit bleibt, so ist das ein Läuterungsprozess. Achtsamkeit ist Läuterungsprozess. Aber es ist leider bei einer einfachen Tätigkeit fast nie der Fall. Wenn wir Dinge tun, so wie abstauben oder Geschirr waschen, da kommen Dutzende und Aberdutzende von Gedanken hoch. Und vielleicht beim Abstauben der Gedanke, na, wenn ich jetzt ordentlich abstaube, dann brauche ich nicht so negativ zu denken. Und dann der nächste Gedanke ist wahrscheinlich, naja, ich wollte ja gar nicht negativ denken. Also jede Menge von diskursiven Denken ist da. Naja, so läuft das ab. Das ist kein Läuterungsprozess. Und da muss man schon was machen, wo man sich absolut konzentrieren muss. Ein Computer programmieren.
Das kann aber Gott sei Dank nicht jeder. Da muss man sich konzentrieren. Oder manchmal Menschen, die malen, müssen sich sehr konzentrieren. Aber Geschirr waschen und abstauben ist leider nicht schwierig genug. Also, es wäre schon richtig, sich erstmal diese negativen Gedanken versuchen, in positive umzuwandeln. Aber absolute Achtsamkeit, absolutes Konzentriertsein ist ein Läuterungsprozess. Also Achtsamkeit ist ein Ersetzen, aber es muss absolut sein. Es darf nichts mit drin sein. Und da muss man sich irgendwas Schwieriges aussuchen und nicht was Einfaches. Und das Einfache, ja, das können wir ja alle, ne? Das machen wir das Schwierige von jetzt an. Was gibt's noch? Du hast da richtig, dass eben wenn ich male oder ich mit irgendetwas so intensiv beschäftige, dass es im Prinzip nichts anderes ist wie meditieren. Nein, das ist falsch verstanden. Meditieren und Achtsamkeit ist nicht das Gleiche. Achtsamkeit ist etwas, was man braucht zum Meditieren. Achtsamkeit ist eine Fähigkeit des Geistes, einspitzig zu werden, auf etwas zu bleiben. Und die Meditation bringt andere Bewusstseinsebenen. Also beim edlen achtfachen Pfad ist die Achtsamkeit der 7. Schritt und die Meditation der 8. Ist nicht das Gleiche. Aber wenn man sich also zum Beispiel malt und sich total darauf konzentriert, so übt man zu der Zeit Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit ist nicht nur läuternd, weil zu der Zeit kann nichts Schlechtes hochkommen, außer man schimpft mit sich selber, dass das Gemälde nicht schön genug ist, dann ist wieder was Negatives hochgekommen, und ist ein Hilfsmittel für die Meditation. Aber es ist nicht dasselbe. Noch etwas? Ja. Wir sind ja hier alle mehr oder weniger erwachsen und haben solche Probleme, unsere Gedanken in den Griff zu bekommen. Ja? Wie kann man denn unseren Kindern helfen, dass die nicht irgendwann, ja, wenn sie dann auch erwachsen sind, vor dem gleichen Problem stehen? Kann man denen nicht irgendwie von klein auf denen helfen, dass sie nicht die gleichen Probleme bekommen? Ja, das möchten Eltern immer, in den Kindern die Probleme wegnehmen. Es gelingt uns leider nicht. Da sind sehr viele karmische Resultate im Spiel. Man kann anderen nur so weit helfen, wie man sich schon selber geholfen hat. Also sollte man zum Beispiel sich jeden Tag hinsetzen und meditieren und man hat ein Kleinkind im Haus, Kleinkind in dem Fall unter 12, und das Kleinkind sagt, ich möchte mich, was machst du denn da? Und du sagst, ich meditiere. Darf ich das auch? Ja, natürlich darfst du. Dann kann sie es dazusetzen. Mit 12 Jahren hat es dann andere Ideen, ne? Aber bis 12 kann man da eventuell was machen. Kann sich dann eventuell auch erinnern daran später. Es ist sehr häufig, dass Menschen in Meditationskurse kommen zum ersten Mal und sich durch ihre Meditation erinnern an Erlebnisse, die sie als Kind hatten, aber nicht gewusst haben, dass das Meditation war natürlich. Die Kinder davor zu schützen, dass sie nicht die gleichen Probleme bekommen, wie man selber hat, ist eine Unmöglichkeit. Was man mit Kindern machen kann, ist wirklich nur eine einzige Sache. Und das ist sie lieben. Alles andere ist Utopie. Man kann ihnen vernünftige Manieren beibringen, bis sie 7 sind. Das machen wir ja im Alge auch. Und sagt Dankeschön, sagt Bitteschön und so weiter. Das kann man machen. Man kann ihnen auch sogar noch etwas Moral beibringen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Auch das funktioniert. Das Einzige ist natürlich das persönliche Vorbild dabei, nicht wahr? Wenn man einem Kind erzählt, du sollst nicht lügen und es hört ganz deutlich, dass man selber lügt, na, da kommt nicht viel bei raus. Aber die Kinder bringen ihre eigenen karmischen Resultate mit sich und die müssen gelebt werden. Und wenn man eine gewisse spirituelle Praxis hat, so ist so ungefähr das Falsches, was man machen kann, dem Kind das aufzuoktroyieren. Dann macht es bestimmt nicht mit. Aber ein gutes Beispiel, das hilft.
Das kann sehr helfen. Und das ist eigentlich das Einzige, was hilft. Das gute Beispiel. Und die Kinder, und auch wenn sie größer werden, erinnern sich daran. Die Mutter hat das und jenes gemacht, hat anderen geholfen, war großzügig, freigebig, hilfsbereit und so weiter. Die erinnern sich und machen das auch. Eventuell. Vielleicht. Ja. Ich hatte mal eine Frage zu diesem ganzen Thema, auch Schicksal und Karma. Also ich habe immer noch das Gefühl, es gibt schon so eine gewisse Vorherbestimmung. Also man trifft jeden, man trifft diesen, das oder jenes passiert und dass man sich letzten Endes gar nicht davor schützen kann. Also ich habe irgendwie, es ist irgendwas in meinem Leben passiert und ich denke dran und ich kriege es nicht aus dem Kopf raus. Es ist einfach da. Also dann ist es doch schon meiner Meinung nach auch schon eine gewisse Vorhersehung, wenn man das mal so sagt, ich kann nicht alles irgendwie selbst manipulieren. Ich muss also auch das annehmen, was also mir schon bestimmt wurde. Ja, das Wort Bestimmung und Schicksal bringt einen aber in eine sehr hilflose Position. Und diese hilflose Position, in der man sich dann befindet, könnte sehr leicht ein Auftakt sein, nicht zu üben. Und nicht etwas verändern zu wollen in sich selber, sondern in dieser Hilflosigkeit zu sagen, ja, ich kann ja sowieso nichts dafür, es ist ja mein Schicksal. Es wird sogar noch falscher ausgedrückt. Es wird ausgedrückt, weil ja, ich kann ja sowieso nichts dazu machen, es ist ja mein Karma. Und es ist noch falscher. Selbstverständlich bringen wir karmische Resultate mit uns. Da ist gar keine Frage. Aber wir haben so weit freien Willen, dass wir unser, was immer schlechtes Karma wir mitgebracht haben, in Gutes verändern können, indem wir gute Taten tun und daher gutes Karma machen. Und je mehr wir davon tun und je mehr wir gutes Karma als sozusagen ein Fundament haben für unser Leben, desto einfacher wird das Leben. Und eine der einfachsten Dinge, um gutes Karma zu machen, ist äußerst großzügig zu sein. Nicht an dem Materiellen festhalten zu wollen, was man glaubt, was einem gehört. Und da, um das zu sein und zu werden, manchen Menschen fällt es leicht, manchen schwierig, aber das Einfachste dabei ist, an seinen eigenen Tod zu denken, der garantiert kommt. Da gibt es überhaupt gar keine Frage, dass der kommt. Und wenn ich dann auf meinem Totenbett liege, an was kann ich mich zurückerinnern? Was habe ich Gutes getan? Und das jetzt tun und nicht erst auf dem Totenbett überlegen. Und je mehr gutes Karma wir machen, desto einfacher wird unser Leben. Also der Buddha hat total abgelehnt das Wort Schicksal und schicksalhafte Begebenheiten, sondern Karma ist Ursache und Wirkung. Wie du säst, sollst du ernten. Und was wir alles schon gesät haben, da können wir uns nicht dran erinnern. Aber wir ernten es trotzdem. Das heißt also, alles, was für uns überhaupt noch von Interesse sein kann, ist jetzt eine gute Saat zu säen. Jetzt. Alles andere ist Vergangenheit. Heute. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Nichts anderes gilt. Alles andere ist vorbei. Wir können aufstehen. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen in unser Herz hineinschauen und darin unsere Liebesfähigkeit entdecken und auch die Sehnsucht,
Liebe zu verschenken, dort feststellen. Und erkennen, wie weich und warm das Gefühl in unserem Herzen ist, wenn wir es zulassen. Und uns mit diesem weichen, warmen Liebesgefühl von Kopf bis Fuß füllen und umhüllen. Und wir schauen noch einmal in unser Herz hinein und erkennen darin ganz deutlich den Wunsch und die Sehnsucht, die Liebe zu empfinden und die Fähigkeit, die wir haben, sie zu erweitern und zu vergrößern. Und dann schenken wir dieses Gefühl demjenigen, der uns hier am nächsten sitzt. Aus keinem anderen Grund, weil dieses Gefühl der Weiche und der Wärme des Herzens zum Verschenken ist. Und wir verspüren ganz deutlich, dass dadurch Glück in uns herrscht und wir Glück um uns verbreiten. Und wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Und dieses warme, weiche Liebesgefühl, das in unserem Herzen herrscht und es ausfüllt, schenken wir ihnen. Aus keinem anderen Grund, als dass es zum Verschenken ist. Und wir spüren das Glück der Beziehung zueinander. Und wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und wir schenken ihnen unser Herz. Das Herz, das voll Liebe ist, ohne jegliche Erwartung, etwas zurückzubekommen, als reines Geschenk. Und wir spüren dabei, wie schön das Geben ist. Und wir denken an unsere Freunde, an Bekannte, Verwandte, wer immer uns in den Sinn kommt,
immer eine Rolle in unserem Leben spielt. Und schenken ihnen die Liebesfähigkeit, die Wärme unseres Herzens. Unsere Zusammengehörigkeit wird uns klar. Und das Glück, was wir empfinden und verschenken können. Und wir schauen noch einmal in unser Herz hinein und sehen, wie liebevoll es ist. Und dass wir nicht darauf zu warten brauchen, dass ein Anlass kommt, um liebevoll zu sein. Unser Herz ist immer voll Liebe. Und wir denken an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Verkäufer, Postboten, Menschen in Büros, auf der Straße, Verkehrsmittel, Schüler, Lehrer, Patienten, wer immer eine Rolle in unserem Alltag spielt. Und unser liebevolles Herz öffnet sich all diesen Menschen. Und wir sind beglückt. Und sie sind alle beglückt. Denn diese Beziehung zueinander bringt Harmonie und Segen in unser Leben. Und wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben. Und vielleicht den Allerschwierigsten. Aber weil unser Herz liebevoll ist, weich und warm, schenkend und nicht erwartend, so können wir auch diesen schwierigen Menschen liebevoll umarmen. Und die Schwierigkeit gleitet von uns ab. Und wir öffnen unser Herz ganz weit, so weit es nur möglich ist, und lassen so viele Menschen hinein, wie wir uns nur vorstellen können, sodass sie alle sich an der Liebe, die dort herrscht, die wir verschenken wollen, erfreuen können. Erst lassen wir all die hinein, die hier versammelt sind. Und dann all die, die in der Umgebung leben.
Und wir sehen ganz deutlich, dass unsere Liebesfähigkeit, unser liebevolles Herz, sie alle beglückt. Und obwohl wir nichts erwarten, auch all die anderen Menschen liebevoll werden, sich angesteckt fühlen, dann lassen wir all die Menschen hinein, die wir schon irgendwo einmal gesehen haben, an die wir uns erinnern können. Und dann all die, von denen wir entweder gelesen oder gehört haben, die wir uns vorstellen können, und wir öffnen unser Herz weiter und weiter, bis keine Grenzen mehr gesetzt sind. Und wir die Welt mit Menschen und Tieren, mit der Natur und dem Himmel, den Ozeanen, mit allem, was existiert, liebend umarmen können. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Schauen in unser Herz hinein und finden keine dunklen Ecken, keine Ablehnungen, keine Schwere. Alles ist Licht, hell, warm, voll Liebe. Und wir freuen uns an diesem Glück in unserem Herzen. Mögen alle Menschen die Liebesfähigkeit, die sie in sich tragen, entwickeln.